Geschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaac dargebracht hat. Und ich werde jetzt nicht darüber sprechen, wie und weshalb und so weiter, aber Abraham hat ein Opfer dargebracht. Gott hat ihn seinen Gehorsam getestet, ist auf der Suche gewesen nach einem Menschen, nach einem Freund, nach einem Partner, der für Gott alles aufgeben würde. Damit damit Gott im Gegenzug für die Menschen auch alles aufgeben wird. Seinen Sohn Jesus Christus für uns hingegeben hat. Und es ist nicht so, dass Gott das Menschenopfer von Isaac gebraucht hätte, sondern er hat den Gehorsam gebraucht. Der Gehorsam wurde getestet. Als Isaac mit seinem Vater Abraham auf diesen Berg Moria hinaufstieg, da heißt es ja, dass er im Kapitel 22, Vers 7 diese Frage an seinen Vater stellte. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, da ist Feuer, da ist das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Für ihn war klar, Isaac war offenbar schon mehrmals dabei beteiligt gewesen, als Abraham ein Opfer dargebracht hat. Er wusste, wie das geht. Er wusste, was es dazu braucht. Er wusste, da brauchen wir Feuer. Er wusste, da brauchen wir einen Altar. Er wusste, da brauchen wir ein Opferlamm. Das war für ihn klar. Das hat er so gelernt. So ist er aufgewachsen. Und jetzt ist er da auch wieder vorhanden und sie sind auf dem Berg. Wo aber ist das Schaf? Wo aber ist das Lamm? Und die interessante Antwort, die ja von Abraham kommt im nächsten Vers, im Vers 8, da heißt es, da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen. Im hebräischen Urtext heißt es, dass Gott vorausgeschaut hat und ein Lamm oder ein Opfertier bereitstellen wird, es versorgen wird. Und wir alle kennen diese Geschichte, dass sich schlussendlich, bevor Abraham sein Messer zustechen wollte, er gestoppt wurde vom Engel des Herrn. Und da war ein Widder, der sich in der Dornenhecke verheddert hatte. Und so konnte er dieses Tier, konnte er opfern anstelle von Isaac. Aber der Gehorsam war geprüft, der Gehorsam von Abraham, aber auch von Isaac war vorhanden. Beider Gehorsam war vorhanden. Man muss sich vorstellen, dass Isaac zu der damaligen Zeit vielleicht 17 Jahre oder vielleicht sogar ein paar Jahre älter gewesen ist. Abraham ist über 100 Jahre alt, ist fast 117, fast 120 Jahre alt. Also dieser junge Teenager, der hätte auch mit Leichtigkeit Abraham, seinen Vater, einfach zur Seite schubsen können. Und sagen können, geh doch selber auf den Altar. Aber dass wir einfach das sehen können, wir sehen den Gehorsam von Abraham, Vater Abraham, wir sehen aber auch den Gehorsam vom Sohn Isaac, der bereit war, sich binden zu lassen, auf den Altar zu steigen und zu schauen und gehorsam zu sein, dass Gott ein Opfer versorgen wird. Halleluja! Gott ist derjenige, der vorausschaut. Ja, wir Jire. Gott, der vorausschaut, auch in unserem Leben vorausschaut und bereitet, was wir brauchen. Vers 14 heißt es, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, der Herr wird vorausschauen, der Herr wird vorausversorgen. Dass dieser Name, Jehova Jire, der Herr wird vorausschauen, der Herr wird versorgen. Er ist derjenige, auch dein Versorger. Amen. Vater Abraham ist uns einfach ein gutes Beispiel. Der Herr wird ersehen von dem, was man heute noch sagt auf dem Berg. Der Herr wird ersehen. Der Herr wird vorausschauen. Und das ist unser Gott. Und wenn wir heute Morgen auch unsere Gaben dem Herrn darbringen, dann lass uns das tun, weil wir wissen, du hast vielleicht nicht das in der Hand. Du bist vielleicht auch noch nach der Suche von
von dem, was Gott versorgen wird. Aber das ist unser Same, das ist unser Gehorsam dem Wort gegenüber, das die Kraft Gottes freisetzt, dass dein Wider, dass deine Versorgung, die du brauchst, dass sie zum Zeitpunkt erscheint. Amen. Es ist nämlich erstaunlich, dass Abraham nicht schon am Anfang diesen Wider gesehen hat, sondern erst nachdem sein Gehorsam da war, nachdem sein Gehorsam geprüft war, nachdem er sein Gehorsam geleistet hat, da wurde der Wider sichtbar. Die Versorgung wurde erst dann sichtbar. Und so ist es auch in unserem Leben oftmals, dass wir die Versorgung vielleicht nicht sehen, aber wir wissen, sie ist da. Gott ist unser Versorger. Aber es ist unser Gehorsam, dass wir ihn ehren mit unserem Gut, dass wir ihn ehren mit unseren Gaben, dass diese Versorgung Gottes sich manifestiert und für uns sichtbar wird. Und das ist die Geschichte, die Monika euch erzählen wollte über mich. Nicht, dass ich das einfach euch nicht vorenthalten möchte, aber ich wollte sie da einbauen. Deshalb habe ich Monika gestoppt. Stopp, time out, fertig, nimm Zelle. Gestern waren wir in der Rheinschlucht mit meiner Schwiegermutter, wollten wir einfach ein bisschen laufen gehen. Und nachdem dass wir Mittag gegessen haben, gab es so eine Tafel und da hat es Wespen dran. Und ich habe so an meinem jugendlichen Leichtsinn einfach dran gepoltert, und damit die Wespen weggehen, damit ich die Tafel lesen konnte. Und diese Wespen, die waren dermaßen aggressiv, dass sie mich gerade viermal gestochen hatten. Und das ist im ersten Moment, hat's einfach gestochen, wie so eine Wespe stich ist und so weiter. Ich bin dann weitergelaufen, habe das Zeug weggeschüttelt, so wie Paulus die Schlange abgeschüttelt, und bin einfach weitergelaufen. Und dann hat es wirklich extrem geschmerzt in der Hand, einfach diese zwei Finger, wo sie gestochen hatten. Hat einen enormen Schmerz, so wie ich es noch niemals verspürt habe. Ich bin schon mehrmals von Wespen und von Bienen gestochen worden. Es waren jetzt einfach vier, fünf Wespen miteinander, die da zugestochen hatten. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie dieser Schmerz da weggeht und wie ich in meinen, einfach da hinten, so im Nierenbereich, extrem Schmerzen bekomme. Und habe da einfach eine allergische Reaktion gemacht und bin in einen Schock verfallen, kalter Schweiß und so weiter und so fort. Da weißt du, die ersten Leute, die ersten Spaziergänger, die vorbeikamen, es war ein Arzt. Ein Arzt mit Notfallmedikamenten. Ja, Veniere. Der Herr schaut voraus. Und so habe ich da dieses Cortison und dieses Antihistamin hintergeschlagen und habe mich dann langsam wieder von diesem Schock erholt und es ist auch nichts passiert, Gottes Bewahrung, aber dass wir einfach sehen können, Gott ist derjenige, der vorausschaut, er weiß, was du brauchst. Ja, am Morgen haben wir Frühstück, haben wir zusammen gebetet, danke Herr für deine Führung, danke Herr für deinen Schutz, so wie das oftmals jeden Tag machen, dass wir seinen Schutz und seine Führung, seine Leitung in Anspruch nehmen. Auch mit meinem, es war ja wirklich, ich hätte nicht an diesen Tag schlagen müssen, um diese Wespen zu verscheuchen. Das war, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich war idiotisch gesehen. So machst du ja so ein bisschen. Aber vielleicht habe ich da so eine Samson-Salbung verspürt, dass ich da in den Leib des Löwen hineinreichen wollte, um dieses Bienennest und diese Bienenwabe rauszunehmen. Aber scheinbar war das nicht das Richtige. Es war mein Fehler, absolut. Aber Gott ist trotzdem treu. Und so lass uns doch einfach, bevor wir unsere Gaben dem Herrn darbringen, nimm das, was du ihm geben möchtest, was du ihm geben möchtest, in deine Hand. Und lass sie uns ihm entgegenstrecken, unserem Herrn. Lass uns zusammen beten. Amen. Nimm, was du geben möchtest, nimm das in deine Hand, streck es Gott gegenüber, denn wir geben es ihm. Vater, wir danken dir, dass du auch unser Versorger bist. Wir danken dir, dass du vorausschaust
und vorausgeschaut hast, was wir brauchen, was wir heute brauchen, was wir aber auch morgen brauchen, was wir in der nächsten Woche brauchen, in der nächsten Zeit. Danke, Herr, dass du es bereithältst und da, wo wir deinem Wort gegenüber gehorsam sind, dass sich das auch manifestiert. Danke, Herr, für vollkommene Versorgung. Danke, Herr, auch da, wo wir ignorant, unwissend und aus Blödsinn Dinge tun, dass du trotzdem treu stehst zu deinem Wort und uns bewahrst und uns versorgst und uns behütest. In Jesu mächtigen Namen wollen wir dich segnen, Vater, und wir danken dir, dass wir deinen Segen für uns in Anspruch nehmen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. So, lass uns unsere Gaben dem Herrn darbringen. Und wenn wir das tun, Samira, komm doch schnell und erzähl uns kurz, was du in Rumänien und Moldawien erlebt hast. Hm? Ja, also ich war die Woche, bevor ich Sommerferien angefangen habe, zuerst in Rumänien, dann in Moldawien und dann nach zwei Wochen in den Sommerferien in Rumänien. Und in Moldawien haben wir an einem Abend, oder haben sich an einem Abend 20 Kinder, glaube ich, bekehrt. Und viele, und zwei Erwachsene, und von den Erwachsenen sind immer viele nach vorne gegangen, um für Heilung, für die Eltern oder für die Familienglieder oder für eigene Heilung beten zu lassen. Und in Rumänien war ich eigentlich dann nur noch so indirekt, um Rumänisch zu lernen. Ich habe nicht sonderlich viel gelernt, aber als da die zwei rumänische Frauen mit mir geredet haben, die für ein Kindercamp gekommen sind, hat mich auch der eine angeschaut und gesagt, dafür, dass du eigentlich nichts verstehen sollst, verstehst du doch noch einige Sachen. Ja, genau. Und ja, wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit, auch mit den Holländern, die dann zwei Tage, nachdem wir von Moldawien zurückgekommen sind, wieder gegangen sind. Ich habe viel von ihnen gelernt. Sie haben mir, die Frau hat mir auch noch ein bisschen erzählt, was sie so macht, wie sie sozusagen an ihrem Arbeitsplatz das Wort weiterbringt. Ich habe ihr dann gesagt, es wäre cool gewesen, wenn ich dich früher getroffen hätte. Sie hat gesagt, sie macht es eigentlich so, dass sie einfach, oder dass ihre Kolleginnen zum Beispiel anfangen mit ihr zu reden, ganz normal, und irgendwann kommt das Thema auf ein, wo man auch noch Jesus einbauen könnte, und dann irgendwann baut sie dann auch Jesus ein. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut, genau. Und eben die Zeit war sehr gut, wir hatten viele Erfolge, also wir haben die Leute, die wir dann eigentlich eingeladen haben, in Moldawien, sind dann meistens nicht gekommen, aber viele Kinder sind gekommen. Und ja, genau, es war eigentlich eine gute Zeit. Mhm. Super, merci für Mama. Ist das nicht gut, zu hören, was der Herr tut, wie der Herr uns überall braucht und wie er jeden gebrauchen kann, dass auch du gebraucht wirst. Du musst nicht nach Moldawien, du musst nicht in den Libanon, du kannst da bleiben, wo du bist. Auch da bist du ein ehrbares Gefäß für den Herrn, um ihm zu dienen. Ich möchte heute aus dem Römerbrief Kapitel 12 lesen, aus dem zweiten Vers. Auch da hat es mit Opfer zu tun, oder der erste Vers heißt es ja, hat es mit dem Opfer zu tun, dass wir ein lebendiges Opfer darbringen sollen. Ich möchte diese zwei Verse, Kapitel 12, Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und Vers 2 aus der Übersetzung von Manfred Roth lesen. Paulus ist am Sprechen und spricht zu der Kirche, zu der Gemeinde in Rom, und er sagt: Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Erwartungen Gottes, die ich euch so ausführlich vor Augen gemalt habe, stellt eure Leiber als lebendige Opfer dar. Trennt euch von allem, das nicht zu Gott passt. Eine solche Hingabe ist ihm wohlgefällig. Damit leistet ihr einen vernunft- und wortgemäßen Gottesdienst. Also das gehört, einen vernunftmäßigen und einen wortgemäßen Gottesdienst. Und der Gottesdienst ist nicht nur am Sonntagmorgen,
von 10 bis 12, sondern Gottesdienst sollte unser ganzes Leben sein, dass wir Gott dienen. Amen. Dass unser Leben ihm ja gehört. Wir sagen ja am Sonntagmorgen, dass das der Gottesdienst ist, wo wir zusammenkommen, um gemeinsam Gott zu dienen. Aber eigentlich, wenn der Gottesdienst vorbei ist, da fängt, also das, da begeben wir uns in unser Missionsfeld, da wo wir sind, in der Schule, in der Arbeit, zu Hause. Und da können wir auch einen Gottesdienst leben. Vernunftmäßig und wortgemäß. Und dann gibt er im zweiten Vers ein bisschen die Definition an, wie wir das tun können und was wir zusätzlich tun sollen. Lasst euch nicht vom Zeitgeist in ein Schema der Welt pressen. Der Zeitgeist nicht in ein Schema, nicht in ein Muster von der Welt pressen. Die Welt, die geht ihren Weg. Und die Welt macht gewisse Dinge, und die Welt denkt man gewisse Dinge. Das ist ein Schema. Und die Bibel sagt uns ganz klar, lass dich davon nicht in dieses Schema hineinpressen, das mit eurem inneren Wesen nicht vereinbar ist. Du bist von neuem geboren. Du bist ein neugeborener Geist, wenn du Christus in dich aufgenommen hast. Da hat es auch innere Werte, die Gott dir gegeben hat. Was mit diesen Werten nicht übereinstimmt, passt dich dem nicht an. Das ist die Aufforderung. Also ich lese nochmal zusammen. Lasst euch nicht vom Zeitgeist in ein Schema der Welt pressen, das mit eurem inneren Wesen nicht vereinbar ist. Stattdessen soll eine Metamorphose an euch geschehen, die in eurem Inneren beginnt und euch in sein Bild verwandeln wird. Das Mittel dazu ist die Erneuerung eures Sinnes, die Neugestaltung eures Denkens. Sie wird dazu führen, dass ihr schließlich in jeder Lage genau prüfen könnt, was der Wille Gottes ist und das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene zu unterscheiden versteht. Nun, das ist jetzt die erweiterte Übersetzung von Pastor Manfred Roth. Aber er sagt, stattdessen, dass wir uns der Welt oder dem Schema der Welt, dem Gedankengut der Welt anpassen oder uns da hineindrücken lassen in diese Form, sollen wir unser Wesen und unser inneres Wesen und unsere Gedanken verändern. Soll eine Metamorphose stattfinden. Vielleicht magst du dich erinnern, 3. Klasse, Primarschule, der Heimatkundeunterricht, wie es damals zu meiner Zeit geheißen hat, jetzt ist es GG irgendwas, wie die Fächer heißen, aber spielt keine Rolle. Wir haben durchgenommen die Metamorphose, wie die Raupe frisst und frisst und frisst und dann hat sie mal genug gefressen, dann spinnt sie einen Kokon um sich herum, dann ist sie eine Puppe und in dieser Puppe, das ist ganz still, aber da geschieht eine Metamorphose, eine Verwandlung. Weißt du, wenn du diese kleinen Raupe, die ja relativ fett da von lauter Fressen fett sich da fortbewegt, wenn du dir sagen würdest, du fliegst mal. Diese Raupe, die kann nicht fliegen. Aber die Metamorphose hilft dir dabei, sich zu verwandeln in einen Schmetterling oder in eine Libelle oder in einen, was auch immer, Nachtfalter. Und wenn die Metamorphose abgeschlossen ist, dann schlüpft aus diesem Kokon eben diese Raupe, diese Schmetterling, diese Nachtfalter, diese Libelle oder was auch immer hervor. Und das ist genau das Bild, das Wort, das gebraucht wird, das auch für uns, in uns geschehen soll. Eine Metamorphose, eine Verwandlung, dass wir uns nicht anpassen an die Welt. Die Welt hat ihre Ethik, hat ihre Werte und die sind momentan in gewissen Bereichen sehr am sich verändern. Das sind Werte, die ewig bleiben.
Und das Wort Gottes gibt uns Grund oder hilft uns dabei, uns zu verändern. Und zwar ist diese Veränderung gut, weil es heißt ja auch, dass wenn wir unseren Sinn erneuern, wenn wir unser Denken neu gestalten, hast du vielleicht dein Wohnzimmer schon mal neu gestaltet? Das ist erfrischend, oder? Und Leute kommen und besuchen dich und sagen, wow, ist das schön, festgemacht. Etwas hast du umgestellt, es ist neu gestaltet. Im Geistlichen, wie viel mehr kann das erfrischend sein für unseren Geist und Gott gegenüber und in unserem Leben, in unserem alltäglichen Leben als Christen, wenn wir diese Neugestaltung des Denkens an uns vollführen. Es wird uns helfen, dass wir in jeder Lage prüfen können. In jeder Lage. Dass wir in jeder Lage diese Möglichkeit haben, vom Wort Gottes her, von unserer Verwandlung her, von unserer Neugestaltung des Denkens, dass wir den Willen Gottes erkennen können. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut, oder? Und lasst uns diese Neugestaltung, lasst uns diese Metamorphose nicht einfach auf die Seite legen, sondern das soll unser vernunftsmäßiger, wortgemäßer Dienen an Gott sein, also Gottesdienst. Das ist etwas, das du für dich tust, oder? Und wir tun so viele Dinge für uns. Wir essen, weshalb? Weil unser Körper es braucht. Wir trinken, weshalb? Weil unser Körper Flüssigkeit braucht. Wir schlafen, weshalb? Weil wir uns erholen müssen und Schlaf brauchen. Wir üben Gemeinschaft mit anderen Leuten, Freunden, Familie, der Gemeinde. Weshalb? Weil wir Gemeinschaft brauchen. Unser neugeborener Geist braucht diese Nahrung. Braucht die Nahrung des Wortes Gottes, braucht diese Neugestaltung, damit diese Metamorphose, damit diese Verwandlung stattfinden kann in unserem Leben. Und das ist Gottes Plan für uns. Amen. Ich möchte noch einen weiteren Vers aus dem 2. Korintherbrief lesen, 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Und da die Verse 4 bis 6 möchte ich lesen. Auch das lese ich aus der Übersetzung von Manfred Roth. Da geht es um die Waffen. Denn die Waffen unseres Feldzuges sind weder materiell noch psychologisch, sondern sie sind mächtig für Gott. Mit ihnen reißen wir gedankliche Festungen und Bollwerke ab und machen sie dem Erdboden gleich. Das ist Phase 1 unseres Vorgehens. Danach, in Phase 2, kümmern wir uns um die höheren Ebenen des Denkens. Alle Arten von Erwägungen und philosophischen Argumenten, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, werden entthront und vernichtet. Phase 3 schließlich besteht darin, dass wir das zerstreute Heer einzelner ungöttlicher Gedanken in Kriegsgefangenschaft nehmen und so den Gehorsam, da haben wir dieses Wort wieder, diesen Gehorsam gegenüber Christus in jedem Bereich durchsetzen können. Wenn dann noch etwas den Frieden stört, sind wir bereit, jeden Ungehorsam zu vergelten, denn unser Ziel ist euer voller Gehorsam gegenüber dem Evangelium. Es macht mir so den Anschein, dass es da offensichtlich eine gewisse Strategie gibt. Phase 1, Phase 2, Phase 3, wie sie Pastor Manfred da übersetzt. Dass wir uns nicht anpassen, dass wir erkennen, dass unsere Waffen nicht materiell sind. Es ist nicht eine Psychologie, die wir betreiben. Sondern es ist das Wort Gottes, welches mächtig ist. Unsere Waffen sind mächtig für Gott. Und mit ihnen können wir gedankliche Festungen und gedankliche Bollwerke
niederreißen, dem Erdboden gleich machen. Weißt du, Gedanken, die können ziemlich stark sein, oder? Haben wir sicherlich alle schon erlebt. Dass Gedanken, wie es ja heißt, Bollwerke sein können. Was ist ein Bollwerk? Und wie ein Bunker, wie ein Schloss. Viele von diesen Ruinen, die im Mittelalter gebaut worden sind, und auch Schlösser, die stehen heute noch. Weshalb? Sie sind Bollwerke. Die sind gebaut worden als Festungen. Dass sie bestehen bleiben. Und eine Festung ist etwas, das unzerrüttbar ist, ein Bollwerk oder auch unsere Festungen, die unsere Großväter gebaut haben während dem Zweiten Weltkrieg. Der ganze Gotthard, der zu einem einzigen Bollwerk gemacht worden ist, wo es Bunker im Berg gibt, wo es Flugstationen und Lager und was auch immer gibt, Bollwerke, die gebaut worden sind. Genauso können unsere Gedanken, auch falsche Gedanken, können zu einem Bollwerk werden. Und wir müssen diese falschen Gedanken in unserem Leben, müssen wir erstens identifizieren und dann zweitens runterreißen. Aber wir können das nicht mit Psychologie machen, wir können das nicht mit materieller Art und Weise machen, sondern allein durchs Wort Gottes, welches mächtig ist. Das ist die Metamorphose. Neu gestalten, die Gedanken neu gestalten. Das ist ein Prozess. Weißt du, die Raupe, die frisst auch nicht einen Happen und dann verwandelt sie sich in den Kokon und 3 Sekunden später schlüpft sie da als Schmetterling raus. Das ist ein Prozess, der stattfindet. Und genauso ist auch die Metamorphose der Gedanken, der Neugestaltung unserer Gedanken gemäß dem Wort Gottes gegenüber ein Prozess, den wir anfangen müssen und an dem wir festhalten können, den betreiben können und einfach dabei zu bleiben. Amen. Gott hat gute Gedanken, wir kennen das über uns. Ich möchte einfach 5 Bereiche ganz kurz ein bisschen aufzeigen, wo es uns möglich ist, dass wir solche Bollwerke haben. Oder ja, vielleicht ist das nicht dein Bollwerk, vielleicht hast du irgendwo anders Bollwerke, die du niederreißen kannst oder niederreißen solltest, gemäß dem Wort Gottes. Aber ich möchte einfach mal so generell 5 Bollwerke aufzeigen, die wir angehen können in unserem Leben. Die wir mit dem Wort Gottes und mit der mächtigen Waffe des Wortes niederreißen können. Damit wir erkennen können, was der Wille Gottes ist. Damit wir gebraucht werden können. Ein Gedanke ist, dass wir festgefahren sind. Dass wir denken über uns selber, es geht nicht weiter. Das kann manchmal so wie ein Bollwerk über uns rüberkommen. So ein Gedanke, dass wir einfach denken, mit meinem Geschäft oder mit meiner Arbeitsstelle oder mit meiner Beziehung, mit meinem Leben geht es nicht mehr vorwärts. Es stagniert. Ich bin festgefahren. Hast du auch schon mal so einen Gedanke gehabt, der einfach über dir geschwebt ist, so eine Wolke, die einfach mit dir gekommen ist und die einfach nicht weggegangen ist? Es geht nicht weiter. Es geht nicht vorwärts. Ich bin festgefahren. So wie ein Auto, das am Spulen ist, das nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts geht. Also ich manchmal denke, ich bin finanziell festgefahren, es geht finanziell nicht weiter. Gib dich dem nicht hin. Das ist ein Schema der Welt. Aber unsere Waffen sind mächtig, da sollen wir neu gestalten, eine Neugestaltung hineinbringen, dass wir nicht festgefahren sind, sondern dass Gott mit uns weiterfährt. Amen. Oder sie denken mit mir an Gesundheit, da geht es nicht weiter, ich bin festgefahren. Das ist ja oftmals auch das, was Ärzte uns sagen, nachdem sie eine Diagnose gestellt haben. Lieber Herr Lonke, liebe Frau sowieso.
Hindernissen mit dem Leben. Das kann zu einem Bollwerk werden. Reiß das runter. Reiß es runter. Mach es dem Erdboden flach, dieses Bollwerk. Lass es gar nicht hervorwachsen, dass es so stark werden kann, sondern nimm das Wort Gottes, das du anwenden kannst, das du kennst, dass der Herr dein Versorger ist, dass er dich von Sieg zu Sieg bringt, dass er dich zu einem Überwinder gemacht hat, mehr als ein Überwinder. Also wirst du auf dieses Festgefahren sein, das vielleicht momentan so eine Phase ist, wirst du überwinden und rauskommen aus dem Schlamassel. Rauskommen aus der Gebundenheit, der Krankheit. Hat es nicht auch Jesus gesagt zu dieser Dame, die während 38 Jahren gebunden war? Er sagt, soll diese Tochter Abrahams, welche 38 Jahre gebunden war, nicht frei werden, auch einen Sabbat? Er hat sie befreit. Jesus ist gekommen, um uns diese Freiheit und das Leben zu geben. Manchmal denken wir das finanziell, dass wir festgefahren sind und bezüglich unserer Gesundheitszustand, dass wir uns einfach mit dem abgeben müssen. Manchmal vielleicht einfach auch mit unserem Leben oder mit unserem Dienst. Es geht nicht weiter. Was habe ich noch zu erwarten? Die Dinge werden sich niemals wieder ändern. Das ist eine Lüge. Glaub denn nicht, lass es nicht zu einem Bollwerk werden in deinem Leben. Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 10, im Vers 13, dass mit jeder Versuchung, die an uns gelangt, Gott bereits schon den Ausweg versorgt hat. Das wäre eine gute Schriftstelle, um dieses Bollwerk, das Gott nun wieder runterzureißen, dem Erdboden flach zu machen. Hier heißt es, keine Versuchung hat euch je ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu. Sag mal, Gott ist treu. Der nicht zulassen wird. Siehst du? Das ist seine Treue. Er wird es nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Schau es einfach als einen Test an in deinem Leben, den du bestehen kannst und bestehen wirst, weil Gott treu ist. Nicht wegen deiner Fähigkeit, sondern wegen Gottes Fähigkeit und seiner Treue, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Weißt du, Paulus sagt auch, dass die Versuchung zeitlich ist. Nicht ewig. So ein Test, so ein Bollwerk, das kommt, das hat einen Anfang, hat ein Ende. So ein Zustand. Und spielt doch einfach das Ende dieses Zustands aus. Ich bin nicht festgefahren. Ich bin nicht finanziell festgefahren. Ich bin nicht mit meiner Gesundheit am Ende festgefahren. Mein Leben geht weiter. Gott ist treu. Und er wird es nicht zulassen, dass auch wenn ich jetzt durch eine Prüfung, durch eine Versuchung hindurchgehe, er hat den Ausweg bereits gemacht. Das ist sein Vorausschauen, seine Versorgung. Halleluja. Und du musst nicht alles wissen, wie dieser Ausweg ausschaut. Geh einfach weiter und ermutige dich in dem, dass der Herr treu ist. Ein anderer Gedanke kann sein, das ist vielleicht ähnlich, dass der Feind einfach die Überhand hat. Der Feind ist stärker. Dass es manchmal auch so eine Atmosphäre geben kann. Dass dem Feind ist es schon wieder gelungen. Er ist stärker. Weißt du, die Hebräer, die waren ja auch in dieser Situation, nachdem sie aus dem Ägypten geflohen sind und durchs Meer hindurchgeschritten sind, konnten sie schlussendlich in die Nähe von Jericho. Und Mose schickt da diese 12
nicht 12 Apostel, sondern diese 12 Spione aus. Und die gehen und die kundschaften das ganze Land aus. Sie kommen zurück und die bringen sogar zum Teil Früchte mit. Und zwei, das heißt, diese Bilder, die sie gebracht haben, dass zwei Leute mit einem Stab die Trauben reben, also die Traube tragen mussten. So groß waren die Früchte. Und sie haben gesagt, wir waren ein Land, wo Milch und Honig fließt, aber wir können das nicht einnehmen. Sie haben gesagt, diese Einwohner, das sind Riesen, die wissen nur wie Heuschrecken in ihren Augen. Der Wind ist stärker. Das war ihre Aussage. Der Wind ist stärker, der Feind ist stärker. Jericho ist zu stark, ist ein zu großes Bollwerk, das können wir nicht einnehmen. Der Feind ist stärker. Wir sind nur wie Heuschrecken in ihren Augen. Die werden uns zum Frühstück fressen. Manchmal haben wir diese Gedanken auch. Du kannst es nachlesen im 4. Buch Mose, Kapitel 13. Vers 31 bis 33, was heißt, wie sie diesen Report, diesen Bericht gebracht haben. Es waren nur Kaleb und Josua, die gesagt haben, aber Gott ist mit uns, er ist für uns, wir können hinaufgehen, wir können heute, können wir diese Stadt einnehmen, mit Gottes Hilfe. Siehst du, die hatten bereits ihre Metamorphose gemacht. Die haben ihre Gedanken bereits ausgetauscht, sie neu gestaltet. Dass sie nicht nur das, was sie sahen dieselben Städte, die sahen dieselben Riesen, die sahen dieselben Feinde, aber sie sind zu einem anderen Schluss gekommen. Mit unserem Gott können wir. Und weißt du, wenn du nachliest, mach das vielleicht heute Nachmittags mal im Josua Kapitel 2, die Verse 8 bis 11, als sie dann 40 Jahre später tatsächlich Jericho einnehmen. Also kurz bevor sie es einnehmen, ist da Josua, der nochmals zwei Spione ausschickt, um Jericho zu kundschaften. Und diese Spione gehen aus und sie bringen einen Bericht und sie waren da bei jemandem zu Hause und diese Leute haben gesagt, vom ersten Tag an, als wir gehört haben, was Gott mit euch gemacht hat, wie er euch aus Ägypten herausgeführt hat, wie er euch durchs Meer hindurchgebracht hat, unser Herz ist es geschmolzen. Und wir haben gezittert und gezankt. 40 Jahre lang. 40 Jahre lang sind sie aufgestanden, haben den Vorhang gezückt und geschaut, sind sie schon hoch. 40 Jahre lang sind sie unter dieser Bedrückung haben sie gelebt. Da gibt es ein Volk in dieser Wüste, deren Gott wird gegen uns streiten und ist mächtiger und eines Tages werden wir besiegt sein. Das ist eine völlig andere Optik. Und wir wissen, dass Josua schlussendlich Jericho eingenommen hat. Der Feind ist nicht schnell gerastet. Amen. Reiß das runter. Das ist ein Bollwerk, das dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Ein anderes Bollwerk, das wir manchmal in unserem Leben einfach so hervorkommt, ist, die Leute wollen das Evangelium gar nicht hören. Das heißt, dass du vielleicht sogar auf der Straße und du machst dich auf und bist einem Evangelisationseinsatz dabei und erzählst und wirst abgelehnt und dann kommt dieser Gedanke, ja, die Leute werden das gar nicht hören. Oftmals auch auf der Straße, da kommen Leute, die, wenn du mit ihnen über Jesus sprichst, dass sie mit anderen Dingen kommen. Ich weiß noch, letztes Mal auch, da haben wir mit einer Dame gesprochen und die ist dann über das Thema 50 und älter, hat sie angefangen zu poltern und zu schimpfen und zu debattieren und zu politisieren. Und das mag ein Problem sein. Das kann so der Anschein machen. Sie war gar nicht interessiert an dem, was wir zu präsentieren hat. Und da kann so ein Gedanke kann aufkommen. Nicht nur beim Evangelisieren, einfach allgemein. Es muss nicht nur Straßenevangelisation sein, sondern einfach in deinem Leben, wo du Licht bist,
wo du die Gegenwart Gottes vertrittst, wo du als Botschafter an Christi Stadt dein Leben lebst, zu Hause. Dass so ein Bollwerk einfach aufwachsen kann. Die Leute sind gar nicht interessiert am Evangelium. Oder die Leute sind gar nicht wirklich interessiert am Wort Gottes. Das kann manchmal so den Anschein haben, rein äußerlich. Aber das ist ein Bollwerk, das wir niederreißen müssen. Tat und Wahrheit sind die Menschen, sehnen sich nach dem Wort. Sehnen sich nach dem Evangelium, nach der guten Botschaft. Jesus Christus hat selber gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Diejenigen, die arm sind, eine gute Botschaft ist, ich habe mehr als genug. Die zerbrochenen Herzen sind, gute Botschaft ist, mein zerbrochenes Herz ist geheilt worden. Diejenigen, die blind sind, die gute Botschaft ist, dass sie wieder sehen können. Diejenigen, die in Gefangenschaft gewesen sind, die gute Botschaft, ich bin jetzt frei gemacht. Da draußen, da sind all diese Leute mit zerbrochenen Herzen. So vielleicht mit einem Portemonnaie voll Geld. Und vom Wohlstand her haben sie mehr oder weniger alles. Aber leer. Leer. Und sie sehnen sich nach dem Evangelium. Glaubt dieser Lüge nicht, glaubt diesem Bollwerk nicht. Er reißt es nieder und erbaut dich, dass die Menschen das Evangelium hören wollen. Und auch von dir. Auch wenn sie eine andere Äußerung machen, der Geist will das hören. Der Geist will es hören und will dem Evangelium in Kontakt kommen. Jesus hat auch gesagt, wenn ihr Ehren oder wenn ihr das Erntefeld betrachtet, sagt nicht, es braucht noch 3 Monate. Das ist genau das Bollwerk, das auch über uns, nicht nur in unserem Dienst, sondern einfach als Christen, als neugeborene Christen kommen möchte. Der Feind sagt, jetzt nicht, Monate, nächste Woche, 3 Monate. Jetzt ist es noch nicht reif, die Zeit ist noch nicht. Du hast noch nicht die richtigen Gedanken, du hast noch nicht die richtigen Worte formuliert für dich, was du ihnen sagen möchtest. Egal was es ist, der Feind kommt immer und will uns mit diesem Bollwerk zurückhalten, dass wir das Evangelium aussprechen. Es hat gesagt, hebt eure Augen auf, die Ernte ist weiß zur Ernte. Amen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Bist du nicht froh, dass jemand dich so betrachtet hat, dass jemand dir das Evangelium verkündigt hat und nicht unter diesem Bollwerk sich zurückgehalten hat? Jesus sagt zu Paulus, als er in Korinth gewesen ist und er auch unter diesem Bollwerk gelitten hatte, sprich und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das Bollwerk wollte ihn dazu bringen, nicht mehr zu sprechen, nicht mehr Zeugnis zu geben, nicht mehr die Güte und die Liebe von Jesus Christus zu verkündigen. Das ist eine Lüge. Lass uns diesen Bollwerk nicht hingeben. Lass uns nicht in dieses Schema hineinpressen, sondern lass es uns niederreißen, neu gestalten. Halleluja. Und auch wenn eine Person einfach dir halt irgendetwas nachsagt oder gar kein Interesse weckt gegenüber dem Evangelium, dann halt, geh zum Nächsten. Aber weißt du, die Same, Christus, Gott wird dafür sorgen, dass diese Same aufgeht, nicht wir. Er gibt den Zuwachs. Wir können nur säen oder wir können Wasser geben. Also hör nicht auf zu sprechen, hör nicht auf zu säen. Der Same kümmert sich nicht, wer ihn sät.
Weißt du, der Same, der funktioniert, auch wenn, nehmen wir an, ein Ungläubiger sät den Samen. Was würde passieren? Ist dieser Same wirksam? Hm? Weshalb? Weil er gesät ist, ja. Kommt es darauf an, wer ihn sät? Nein, nicht unbedingt. Aber wir als Christen, wenn wir ihn säen, ein Bauer, der Samen sät, er kennt die Finesse, der kennt die kleinen Details, der weiß genau, wo, was, wenn und wie. Aber ich als Unkundiger, ich kann auch eine Kartoffel in den Boden stecken. Er wird auch wachsen. Amen. Ich bin ein ungläubiger Bauer oder ein unerfahrener Bauer in dem Sinne. Oder? Und wir denken oftmals, wenn ein Sünder, ein Drogenhändler da draußen das Evangelium verkündigen würde, dem und dem glauben würde, dann wird er errettet. Wie viel mehr, wenn wir es verkündigen, wie viel mehr wird es wirksam sein, wird es zu einem Ergebnis kommen, wenn wir es sagen. Also es kommt nicht darauf an, wer es spricht, aber du solltest es sprechen. So hör nicht auf. Punkt 4. Sachsen Bollwerk gibt kein, es gibt nicht genug Geld für das Evangelium. Oh, man wäre schön, man könnte das tun oder jenes tun oder dieses tun. Aber das ist zu wenig Geld. Das ist auch so ein Bollwerk, das über uns kommen will. Und vielleicht hat es nicht unbedingt in deinem Leben mit dem Dienst zu tun. Vielleicht einfach hat da auch Gott etwas in dein Herz hineingelegt, was er mit dir und deinem Leben anfangen möchte. Und du siehst, dass du noch nicht da bist. Du siehst, dass es da noch gewisse Ressourcen dazu braucht. Gott, es gibt genug Geld. Und Gott ist ein Versorger, wie wir es heute schon mehrmals gehört haben. Lasst uns, weißt du, dieses Denken wird uns dazu veranlassen, dass wir von unserer Generosität, von unserer Freigebigkeit abhalten. Wenn wir diesem Bollwerk glauben, dann werden wir selber zu geizigen Leuten werden. Aber das Wort sagt uns, dass wir freilich geben sollen. Freilich hast du empfangen, freilich gib weiter. Lasst uns das Evangelium weitergeben, lasst uns aber auch sonst ein freizügiges, freigebiges Leben führen. Weil wir wissen, dass unser Gott mehr als genug hat und mehr als genug uns versorgen kann. Es gibt genug Geld auf dieser Welt. Amen. Halleluja. Und der letzte Punkt noch. Lass uns dazu vielleicht noch 1. Korintherbrief Kapitel 1 aufschlagen. Dass wir manchmal denken, oder dass der Feind, der Teufel zu uns kommen möchte und zu uns sagen möchte, Gott kann dich nicht gebrauchen. Du bist kein Gefäß, welches würdig ist für ihn. Schau mal, was du getan hast, was du gemacht hast. Hast du diesem Bauwerk auch schon zugehört? Oder war ich der Einzige, der schon gedacht hat, es mehr wird nicht. Gott kann mich nicht brauchen. Ich bin ein Nichts. Hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, heißt es im Vers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Das gibt mir Hoffnung. Ich muss nicht der Gescheiteste, nicht der Intelligenteste, nicht der Edelste sein. Offenbar hat Gott es sich erwählt, dass er auch das Törichte gebrauchen kann.
Du bist ein Gefäß. Und Paulus sagt hier, inspiriert vom Heiligen Geist, schaut eure Berufung an. Gott kann dich gebrauchen, weil Gott dich berufen hat. Und für mich ist immer wieder so erstaunlich, diese Verse im Timotheusbrief, wo Paulus dem Timotheus schreibt und sagt, wie er sich aufmachen soll, wie er die Gabe anfachen soll, die durch die Handauflegung hineingesteckt worden ist, wie dieser Glaube von Generation zu Generation an ihn weitergegeben worden ist, wie das Wort in ihm gewachsen ist und so weiter. Aber dann schlussendlich zum Punkt kommt, weil Gott uns berufen hat mit einer heiligen Berufung. Mit einer heiligen Berufung vor Grundlegung der Zeit. Und das sprengt immer so mein Denkvermögen. Bevor Gott überhaupt die Zeit gemacht hat, hat er dich berufen. Mit einem heiligen Berufen. Und da kommt dieses Volk, da kommt dieser Teufel oder dieses Dämonchen und sagt, du bist ein Pfeife. Du hast nichts. Und dann denke ich, ja, stimmt. Und wir unterhalten das. Ich hab's gemacht, du vielleicht auch. Wir unterhalten das und geben dem noch Stoff und Feuer und Benzin und es wird noch größer und noch größer. Vom Bollwerk, lass dich da in dieses Schema nicht hineinpressen. Geh Phase 1, 2 und 3. Geh durch diese Metamorphose, nimm das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt auch da, dass du stark bist. Das Wort Gottes sagt auch da, dass Gott treu ist, dass er dich versorgt. Das Wort Gottes sagt auch da, dass diese Berufung, die Gott auf dein Leben hineingelegt hat, dass es heilig ist. Auch wenn du töricht bist und die Leute sagen, du bist es doppelt, dann kannst du sagen, ja, aber Gott sagt das nicht von mir. Das ist vielleicht deine Sicht, aber Gott wird mich noch dazu gebrauchen und hat mich dazu gebraucht, dass er das Weise überführen wird. Lass uns diese Bollwerke niederreißen, den Erdboden flach machen. Lass uns in diesen Prozess hineinbegeben. Und du musst nicht in deinem Dienst sein, im Sinne von einem vollzeitigen Dienst, sondern wir sind vollzeitige Christen. Lass uns da in erster Linie, da wo wir sind, am Arbeitsplatz, in der Schule, zu Hause, in der Kindererziehung und so weiter, wo wir mit Menschen unterwegs sind, da können wir das widerspiegeln und Licht sein. Und weißt du, wenn wir diese Neugestaltung angehen, dann wird das auch erfrischend sein für die Leute um uns herum. Warum, du hast dich am Rausch. Das hat auch funktioniert. Das ist erfrischend neu. Wie machst du das? Vielleicht könnten da gewisse Leute auch fragend werden und so ein offenes Herz bekommen für das Evangelium. Amen. Halleluja. Vater im Himmel, wir sind dir so sehr dankbar für deine Güte, für deine Treue. Und dankbar, dass du uns erwählt hast, jeden Einzelnen von uns erwählt hast und berufen hast, mit deinem heiligen Berufung. Bevor die Zeit überhaupt angefangen hast, hast du über uns nachgedacht. Und danke, Herr, dass wir Sinn haben im Leben. Danke, Herr, dass du uns Zukunft und Hoffnung gibst und dass wir diese Bollwerke mit deinem Wort, mit der Erneuerung unseres Sinnes niederreißen können. Wir loben dich, wir preisen dich, dass wir das erkennen können, dass wir uns auch selber ertappen, da wo wir diesen Bollwerken glauben oder wo wir in Furcht versetzt worden sind vor diesen Bollwerken. Hilf uns durch die Gnade Gottes und hilf uns durch die Kraft des Heiligen Geistes und auch durch die Kraft der Gemeinschaft von anderen Christen, dass wir das angehen können, dass wir uns aufmachen und es Stück für Stück niederreißen, bis es den Erdboden flach ist. Danke für die Neugestaltung unserer Gedanken, die möglich ist durch dein Wort. Wir loben dich und wir preisen dich dafür in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Wie gesagt, es ist ein Prozess, du wirst nicht morgen damit beendet sein, auch übermorgen nicht, und auch wenn der August angefangen hat, dann werden wir damit beschäftigt sein.
ziemlich sicher unser Leben lang. Aber Gott hilft uns dabei. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass der Feind keine Macht hat über uns. Amen. Seid wunderbar gesegnet. Genießt diesen schönen Tag.